Also der Manu hat keinen Bock. Bist du bereit? Nadja hat ein Konzept erstellt. Das ist das Teeblatt meiner ersten freiwilligen Klausur. Da, da, da. Gut. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir wollen heute über Beziehungen innerhalb des Studiums reden. Das bedeutet... Moment. Okay, pass auf. Das erste Mal haben wir euch Fragen stellen lassen, beziehungsweise Anmerkungen zu diesem Thema auf Instagram gegeben. Stopp. Abgesehen, mein Kragen ist jetzt nicht richtig. Ich bin Jurist. Ich bin Jurist. Du bist Student. Da, seht ihr, genau da fängt es schon an. Okay, also. Genau um dieses Thema soll es heute gehen. Ich glaube, das war ein ganz guter Einstieg. Genau. Status quo bei uns ist eben, Manu ist Student, ich bin im Referendariat. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es Eifersucht, wie war es früher, gab es einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden und darauf, darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen. Also bei uns war das eigentlich von Haus aus immer schon so, dass wir nie eifersüchtig aufeinander waren und auch kein Konkurrenzkampf zwischen uns bestand, obwohl wir das auch bei Freunden von uns, die jeweils Jura studiert haben und ein Pärchen waren, bemerkt haben, dass es das durchaus gibt. Auch wenn die nie darüber gesprochen haben, das hast du einfach wahrgenommen, ja? Anhand ihrer Äußerungen, Gesten. Und vor allem, wenn die zusammen gelernt haben. Klar, jetzt ist die Frage, wie habt ihr das geschafft, dass ihr nicht eifersüchtig aufeinander wart oder das nicht als Konkurrenzkampf gesehen habt. Es war von Haus aus so. Also es war für uns keine Arbeit, da die Einstellung zu verändern. Aber es lag auch einfach daran, weil wir eine ganz bestimmte Einstellung in Bezug auf unsere Beziehung hatten. Für uns war es immer wir zwei zuerst. Genau. Weil wir zwei miteinander einfach immer rundum glücklich waren und sind. und sollen wir irgendwas anderes klären, bevor wir hier weitergehen? Auf jeden Fall war das so für uns das Wichtigste, dass wir gesagt haben, wenn es zwischen uns stimmt, dann kann es auch im Studium stimmen. Aber wenn es zwischen uns in der Beziehung schon nicht funktioniert, dann kann es auch nicht funktionieren, wenn wir dasselbe studieren, dieselben Klausuren schreiben, dieselben Hausarbeiten machen. Das ist ganz logisch. Das heißt, die Basis in der Beziehung allein muss stimmen. Am wichtigsten ist uns immer, dass wir zwei glücklich miteinander sind. Und danach haben wir das Studium gesetzt. Wenn ich jetzt mit dem Manu nicht so glücklich gewesen wäre, wäre klar das Studium für mich an erster Stelle gewesen, weil das meine Zukunft ist, wenn ich gewusst hätte, der Manu ist nicht derjenige. Aber dadurch, dass wir immer so glücklich waren, haben wir das auch nie in Frage gestellt. Deswegen, im ersten Moment macht euch mal bewusst, wo ist die Basis eurer Beziehung? Warum sprichst du immer in der Vergangenheit? Also ich rede von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dahingehend einschneidend können wir gleich mal eine Aussage aufnehmen, die gestern auf Instagram getroffen wurde. Da hat eine Dame uns, oder eine Studentin, eine Jurastudentin geschrieben, ihr Prof hätte gemeint, dass sie das Studium bzw. ihre Beziehung kappen kann, sobald sie in die Examensvorbereitung geht. Ja, das ist eine totale schwachsinnige Aussage, sich sowas anzumaßen von einem Professor. Er spiegelt seine Beziehung wieder, wahrscheinlich in der Examensvorbereitung. Aber dass es geht und dass es funktioniert, wir sind ein sehr guter Beweis dafür. Klar ist die Examensphase schwierig und anstrengend, aber das heißt doch nicht, dass ich meine Beziehung wegschmeiße. Ich soll ja an meiner Beziehung arbeiten. Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang war es eben, wie es ist mit Zusammenziehen im Studium. Vor- und Nachteile, wie haben wir es gemacht und das war bei uns eigentlich relativ eindeutig. Eindeutig? Was heißt eindeutig? Nach dem dritten Tag, ich habe sie kennengelernt, die Nadja, und es war alles schön und gut. Und nach dem dritten Tag ist sie bei mir schon eingezogen. Das war sehr, sehr, sehr schnell eindeutig. Das kann aber auch damit zusammengehängt haben, dass ich eine tolle Wohnung hatte, Nadja im Wohnheim war und dieses Wohnheim am Arsch der Welt war. Und auch ziemlich eklig, aber im Endeffekt war es halt so, hey Leute, ihr seid im Studium, wenn ihr euren Partner kennenlernt und wenn die Idee aufkommt, ziehen wir zusammen. Dann go for it, was soll der Mist? Ihr habt keine Kinder, ihr seid nicht verheiratet, ihr habt kein Haus zusammen, ihr zieht... Keine Verpflichtungen, gar nicht. Ja, das einzige Verpflichtung, die ihr habt, ist ein Mietvertrag, den ihr unterschreibt. So what? Und wenn es mies läuft, ja okay, dann trennt ihr euch halt wieder. Mein Gott, was ist daran so schlimm? Ich war in dem Moment 20, na und? Was war ich 20? Klar war ich 20. 20? Ja. Ja, ja, fast minderjährig. Deswegen ist doch egal, ob ihr da, Entschuldigung für den Ausdruck, ob ihr mit jemandem zusammenzieht, wieder auseinanderzieht. So erlernt ihr doch Erfahrungen und lernt auch, wie ihr in der Beziehung euch verhaltet. Deswegen
Zusammenziehen ist absolut kein No-Go, sondern ich würde das immer versuchen, auf die leichte Schulter zu nehmen, anstatt auf die schwere, weil im Endeffekt kann man auch so einfach wieder auseinanderziehen, genauso einfach, wie man zusammengezogen ist. Deswegen, das ist die beste Probe für die Beziehung, ganz einfach. Und dann merkst du innerhalb von ein paar Wochen, passt es oder passt es nicht. Genau. Und dann kannst du auch leichter die Frage beantworten, stimmt was in der Basis oder stimmt da was nicht? Genau. Dann erübrigt sich auch die Frage, wird meine Beziehung in der Examensvorbereitung standhalten oder nicht? Ja, so ein Schwachsinn. Natürlich, die Beziehung und die Examensvorbereitung lässt sich sehr gut miteinander vereinbaren. Was soll denn das? Ja. Dein Leben ist doch nicht nur Jura. Okay, und dann würde ich sagen, das war so, ist so für uns eigentlich immer das Wichtigste, dass die Basis zwischen uns stimmt. Der Rest kommt dann von ganz allein. Und noch eins, bevor wir das Thema noch ganz abschließen. Für uns hat auch nie eine Rolle gespielt, wie viele Punkte der oder der andere geschrieben hat. Das war immer wurscht. Es gab Klausuren, da war ich besser, es gab Klausuren, da war die Nadja deutlich besser. Das kommt vor. Das ist doch nicht maßgebend. Weil ich spreche jetzt für mich, aber ich weiß, dass es für den Manu genauso ist. Ich habe den Manu nie als Konkurrenten gesehen, weil er der Mann an meiner Seite ist, der mich glücklich gemacht hat, glücklich macht und glücklich machen wird. Und deswegen kann er nicht mein Konkurrent sein, weil ich bin ja glücklich mit ihm, egal was er jetzt für Punkte schreibt. Das hängt ja nicht mit unserem Lebensglück zusammen. Und das war dahingehend auch maßgeblich, diese Einstellung dazu zu haben. Da fällt mir ein tolles Zitat ein. Ich habe dich gesucht und mich gefunden. Ja, ja, das hat Manu lass das mal auf euch wirken. Irgendwo hat er das an der Uni gelesen, da hatte ich geiles Zitat und dann hat er mich kennengelernt. Hm? Hast du mir erzählt? Ja, das habe ich dir erzählt, um dich rumzukriegen. Du bist so romantisch, ey, das ist abartig. Jetzt weiß ich, warum du in der Vergangenheit sprichst. Okay, Frage Nummer 1. Erklärt ihr euch oft Sachen gegenseitig oder lernt eher jeder für sich? Wir haben grundsätzlich Themen aufgefasst. Also wir haben gewusst, okay, Schuldrecht AT, Schuldrecht BT, Erbrecht XY. Haben wir immer gemeinsam gelernt, also jeder für sich. Aber das Erklären und Fälle haben wir immer gemeinsam gemacht. Genau, wenn es da eine Frage gab, Nadja, wie war das, das und das? Jetzt ist es natürlich was anderes. Wäre jetzt sinnlos, wenn ich mit dem Manu gemeinsam den Urteilsstil und vorläufige Vollstreckbarkeit übe. Aber materielles Recht gehe ich davon aus, dass es auch weiterhin so bleibt, wenn ich was wiederhole, dass wir uns da gegenseitig Fragen stellen. Das ist ganz klar. Nächste Frage. Schafft ihr es gut, auch mal nicht über Jura zu sprechen oder hat das Thema Oberhand? Es ist ein zentraler Punkt, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass es unser Leben dominiert. Ganz im Gegenteil. Also ich würde sagen, in der Examensvorbereitung, klar. Logisch, weil gerade wegen Corona haben wir den ganzen Tag zusammen aufeinander nur wir zwei in unserem Büro gesessen. Es war nicht so wie in der BIP, wo wir dann mit unserer Freundin, die jetzt zum Beispiel BWL studiert hat, gequatscht haben. Klar ergibt sich das dann, dass man mehr drüber spricht. Aber wenn man Feierabend macht, dann war für uns auch wirklich Feierabend. Also wir haben das wirklich nicht zur Oberhand werden lassen. Und ich meine, es ist klar, phasenweise, je näher du ans Examen kommst, da redest du mehr drüber, weil es dich auch mehr beschäftigt. Ja, du bist einfach auf Examen getrimmt und das ist okay und das ist normal und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, danach nimmt das rapide ab. Ja. Habt ihr im Studium denselben Freundeskreis? Wenn ja, wie klappt das? Im Studium haben wir absolut denselben Freundeskreis gehabt. So jetzt hat jeder so auch so ein paar Freunde von außerhalb. Die nicht mit uns gemeinsam studiert haben, aber die mit uns gemeinsam vor Ort studiert haben, das war immer der gemeinsame Freundeskreis, da wurde nie getrennt, wir haben immer zusammen und das hat immer echt top funktioniert, also wir haben das geliebt mit unseren Mädels und Jungs, ich vermisse euch, und ich sag euch Harry Potter Abende zu machen. Genau, richtig, und ganz andere tolle Gerichte zu kochen und zu Spieleabende machen und. Problem. Einer von beiden hat schon Staatsexamen, der andere noch mitten in der Vorbereitung. Neid und Frust. Grundsätzlich nein. Es hört sich sau blöd an, aber ich bin in einer neuen Situation. Ich habe früher viel mit dem Manu gelernt. Und jetzt kann ich nicht mehr nachfragen, hey, wie machst denn du das mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit? Sondern ich bin jetzt nur noch für mich. Und das ist, der Manu ist noch schön so im heimeligen Nest. Kennt sich noch gut aus, es ist nichts neu. Und für mich ist jetzt alles neu und das ist... Diese Aussage trifft nicht ganz zu, weil ich zu Nadja gesagt habe, okay, früher haben wir alles gemeinsam gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass jeder auf seine eigenen Füße stehen muss. Ja? Und du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, dass der andere mal mit dir mitlernt. Und das gibt's nicht mehr. Du musst jetzt auf deine eigenen Beine stehen. Und ich glaube, das pusht uns
jeden für sich nochmal extrem nach vorne. Ja, klar, das ist alles gut, aber weißt du, wenn man dann so vor der ersten freiwilligen Klausur sitzt und sich denkt, alter Freund, was muss ich hier machen? Und er lernt locker flockig Schuldrecht und denkt sich, oh, ja, hätte ich jetzt auch gern. Aber im Endeffekt gibt es eigentlich keinen Frust und keinen Neid. Strebt ihr einen ähnlichen Job an? Könntet ihr euch vorstellen, zusammenzuarbeiten? Wir haben gestern tatsächlich sogar den ersten Plan entworfen. Zusammenarbeiten. Das ist unser Ziel. Was machen wir denn jetzt hier? Erstens arbeiten wir jetzt schon zusammen. Zweitens, ja, ich habe schon alle gesagt, ich möchte keinen 9-to-5-Job haben, wo ich weg bin von Nadja. Ich würde gerne mit Nadja zusammenarbeiten, ganz einfach. Ja, also das hängt natürlich alles zusammen mit Zusammenarbeiten, Zukunftsplanung, Familienplanung, whatever. Aber wir beide genießen das, wenn wir so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen können und auch wenn wir gemeinsam arbeiten. Das ist für uns einfach das Größte und deswegen streben wir das auch gemeinsam an. Nächstes. Mein Freund kann kaum Verständnis aufbringen, wie viel Zeit das Jurastudium nimmt, und das kam ein paar Mal. Ich kann beide Seiten verstehen, aber ein Nicht-Jurist kann sich nochmal wirklich wahnsinnig schwer vorstellen, wie zeitintensiv dieses Studium ist und wie frustrierend es ist. Du kannst es dem erklären, aber es wird sehr schwer nur aufgenommen. Ja? Und wenn die Basis zwischen euch stimmt, dann nehmt euch euren Freund, eure Freundin, wen auch immer und sagt, okay, jetzt guckt ihr meinen Plan an, guck, was ich vorhab, das ist mein Traumberuf und das will ich machen und dafür muss ich das jetzt hier machen. Weil es auch mein eigener Ehrgeiz ist, das hier zu machen. Nehmt alle Bücher und sagt, okay, und das muss ich alles wissen. Und jetzt sagt mir, wie ich es anders machen soll. Versucht es denen zu verdeutlichen, nicht immer nur zu erklären, sondern versucht es denen anhand von Materialien, Klausuren, was auch immer zu verdeutlichen. Und vielleicht, wenn ihr auch ein bisschen über eure Frustration manchmal sprecht, über das, was euch Spaß macht, über Fälle, so bezieht ihr euren Partner, auch wenn er nicht dasselbe studiert, damit ein. Und er kann endlich mal verstehen, was ihr denn den ganzen Tag so macht. Weil wenn ihr nie erzählt, was ihr gemacht habt, ja, dann denkt er sich, okay, jetzt hast du den ganzen Tag vor dem Buch und hat immer noch keine Zeit für mich. Oder er. Deswegen versucht es, den bildlich zu verdeutlichen. Und zeigt denen unsere Videos, wie viel Frustration so ein Studium mit sich bringt. Ja, es ist nun mal so. Und an die Nicht-Juristen-Partner da draußen, ihr sollt eure Partner unterstützen und pushen. Sie nicht irgendwie unverständnisvoll in der Ecke sitzen lassen, weil wir müssen immerhin Staatsexamen schreiben und das geht eh schon so krass auf die Nerven, dass wir jemanden Starken an unserer Seite haben wollen. Genau, und das ist funktioniert. Wir haben ein Pärchen, da ist genau so passiert. Ja, sie ist Juristin oder Jurastudentin und er hat was ganz anderes studiert und bei denen funktioniert das wunderbar. Also, das geht. Genau, und dann kamen noch ein paar Anregungen in Bezug auf Zeitmanagement, dass man sich ja dann auch wirklich bewusst Zeit nimmt für sich und für den Partner, wie man das mit der Examensvorbereitung kombiniert. Ja, da kommen wir eigentlich zur Frage wieder ein bisschen zurück. Plant euch Freizeit ein. Das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Das Examen ist ein Marathon. Und auch die Beziehung dahingehend ist ein Marathon, weil es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Ja, und deswegen Lernplan erstellen, danach arbeiten, ab einem gewissen Zeitpunkt Feierabend machen und dann sagen, okay, heute Abend brauche ich das jetzt für mich, wenn ich eine Runde laufen gehe und danach machen wir das zusammen. Also versucht euch da einen Plan zu machen, der zwar nicht starr eingehalten werden muss, aber der euch eine Richtung, eine Marschrichtung vorgibt. Und dann kam, wie gesagt, noch ganz oft die Examensvorbereitung als Scheiterhaufen für die Beziehung. Während der Examensvorbereitung sich vom Partner trennen, etc. Nein, weil es ist totaler Schmarrn. Es ist nur eine Prüfung. Es sind nur 6 Prüfungen, mehr ist es nicht. Und deine Beziehung, wenn sie toll läuft, nur deswegen aufzugeben, das rentiert sie nicht. Ja. Ja, vor allem Nadja hat mir mal eins gesagt und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Nadja hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast mich und ich habe dich. Es gibt Menschen, die suchen ihr Leben lang nach dem, was wir schon gefunden haben. Und das hat mir dahingehend ein bisschen die Augen geöffnet. Ihr wollt euer Leben eventuell miteinander verbringen. Das Examen ist doch nur, sind nur 30 Stunden. Klar, es ist eure berufliche Zukunft. Und es sagt auch nicht, dass ihr das Examen aufgeben sollt für eure Beziehung. Aber ihr sollt auch nicht die Beziehung fürs Examen aufgeben, sondern es sollte Hand in Hand gehen, weil eine gute Beziehung stützt ja auch deine
Berufswünsche und deine Zukunftswünsche. Aber mich würde erstmal interessieren an alle da draußen, lebt ihr in eurem Studium in einer Beziehung? Wenn ja, wie sieht es aus? Habt ihr da auch schon Probleme gehabt in Bezug auf Frust, Neid, Verständnis, Examensvorbereitungen? Sagt uns gerne mal Bescheid hier unten in den Kommentaren oder auf Instagram. Ja. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Also folgt uns auch auf Instagram. Gebt diesem Video ein Like oder auch Dislike. Lasst auf jeden Fall irgendeine Reaktion da. Vor allem lasst ein Abo da. Und wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Das ist wieder verschissen. Du verscheißt jedes Mal dieses Ende. Ciao. Ciao.